Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was ist das Schicksal derer, die verloren gehen? Wie geht man verloren? Wie begeht man die unvergebbare Sünde? Und wenn man es tut, was geschieht dann mit denen, die es tun? Nun, ich möchte heute in dieser Predigt darauf näher eingehen. Aber ich möchte zunächst einmal ein bisschen wiederholen von dem, was wir in der letzten Predigt durchgesprochen haben. Die Tatsache nämlich, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Wir sprachen bereits von der ersten Auferstehung, der Auferstehung zum ewigen Leben. Diejenigen, die in Christus sind, die werden bei seiner Wiederkehr, wenn sie noch leben, verwandelt werden, ins Reich Gottes eingehen als ewige Gott- und Geistwesen. Die in Christus gestorben sind, werden auferweckt werden, auferstehen und ebenfalls in die Familie Gottes eingehen als ewige Geistwesen. Es ist dies die erste Auferstehung, von der Paulus spricht. Eine Auferstehung, die besser ist, wie wir dies im Hebräerbrief lesen. Christus sagt, wer in dieser Auferstehung ist, der kommt nicht ins Gericht. Warum nicht? Nun, weil er zu einem ewigen Geistwesen auferweckt wird. Er sprach vom Gericht. Viele Stellen sprachen und sprechen vom Gericht, dem sogenannten jüngsten Gericht. Wir sahen bereits in der letzten Predigt, dass es eine zweite Auferstehung gibt. Eine zweite Auferstehung nicht zu ewigem Leben, sondern zu einem physischen Bewusstsein, zu einer physischen Existenz. Menschen werden auferweckt, über die es gelesen hatten, zu Fleisch und Blut, werden dann ihre Gelegenheit erhalten, sich entweder zu Gott zu wenden oder aber sich von Gott abzuwenden. Und einige werden in der Tat die Gelegenheit nicht ergreifen, sich Gott untertan zu machen, wie auch einige heute bereits in dieser Jetztzeit sich gegen Gott gewendet haben und die unvergebbare Sünde begangen haben. Die werden nicht in der zweiten Auferstehung sein. Die zweite Auferstehung zum Gericht ist eine Auferstehung, wo allen Menschen, die in dieser Auferstehung sein werden, die Gelegenheit gegeben wird, sich für Gott zu entscheiden. Ihr Sinn wird dann geöffnet werden. In den meisten Fällen ist heute der Sinn der Menschen zu. Wir lesen ja, dass Satan die ganze Welt verführt hat. Wir hatten bereits gesehen, dass das Haus Israel in dieser Auferstehung sein wird, in dieser zweiten Auferstehung. Aber nicht nur das Haus Israel wird in dieser zweiten Auferstehung sein. Wir lesen nämlich, dass Gott will, dass jeder zur Reue kommt, dass jeder zum Heil kommt. Natürlich werden einige diese Gelegenheit nicht am Schopfe ergreifen. Sie werden sich nicht Gott untertan machen wollen. Aber Gottes Wunsch ist, dass jeder zum Heil gelangt, in seiner Ordnung, wie wir bereits gelesen hatten, im ersten Korintherbrief. Und wie ich sagte, nicht alle, die in dieser zweiten Auferstehung sein werden, werden Israeliten sein. Schauen wir uns einmal ein paar Stellen an, die uns zeigen, dass auch Nicht-Israeliten, Heiden, also andere Völker, in der zweiten Auferstehung sein werden, wenn wir den Worten Jesu Christi glauben wollen. In Matthäus Kapitel 10 lesen wir die Verse 14 und 15. Matthäus Kapitel 10 und die Verse 14 und 15. Eine Stelle, wo Christus seine Jünger ausgesandt hat, das Reich Gottes zu predigen. Und einige würden sie aufnehmen und andere würden sie abweisen. Und jetzt sagt er hier in Matthäus 10 und Vers 14. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht er raus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dieser Stadt. Er spricht hier von Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben. Er sagt, die werden im Gericht sein, zusammen mit den Menschen, die in Sodom und Gomorra gelebt haben, die also vernichtet worden sind, übernatürlich ausgelöscht worden sind von Gott. Es ist wichtig, dies zu begreifen. Wir lesen, dass ein unauslöschliches Feuer Sodom und Gomorra und die um diese Städte liegenden anderen Städte vernichtet hat. Aber dieses unauslöschliche Feuer ist mittlerweile schon lange ausgelöscht. Es geht hier darum, dass kein Mensch es auslöschen konnte, aber als nichts mehr da war, um etwas zu verbrennen, ist es von alleine ausgegangen. Das bereits schon als Vorgeschmack für die Idee einer ewig brennenden Hölle. Etwas, was die Bibel nirgendwo lehrt. Wir müssen begreifen, dass hier Christus sagt, dass beim jüngsten Gericht
die Menschen von Sodom und Gomorra zusammen mit den Menschen seiner Zeit auferstehen werden, im jüngsten Gericht sein werden, möglicherweise Urteile fällen werden. Den einen wird es erträglicher gehen, wie er sagt, als den anderen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 11 an, die Verse 21 bis 24. Matthäus Kapitel 11, die Verse 21 bis 24. Und hier spricht er wiederum um die Städte und über die Städte seiner Zeit, als er damals als Mensch auf diese Erde kam. Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan oder bereut. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als euch. Also hier wird jetzt von anderen Menschen gesprochen, die in Tyros lebten, die in Sidon lebten. Und Christus vergleicht sie mit den Menschen seiner Zeit, die in diesen Städten wie Bethsaida lebten oder in Chorazin. Und er sagt, denen wird es erträglicher ergehen, denn euch ist eine weitaus größere Heilstat angeboten worden und ihr habt sie abgelehnt. Und er fährt fort zu sagen, Vers 23, und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Nun, bevor wir hier voreilige Schlüsse ziehen, warten wir ein wenig, bis wir dann ein wenig über die Hölle sprechen. Er schreibt hier, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Mit anderen Worten, die hätten dann bereut, sagt er hier. Ihr, wo diese herrlichen Taten geschehen sind, ihr habt aber nicht bereut. Vers 24, doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Auch hier wiederum die gleiche Idee. Die Menschen von Tyros und von Sidon und auch hier von Sodom wiederum werden im Gericht sein, in der zweiten Auferstehung, zusammen mit den Menschen von Bethsaida und Kapernaum und die andere Stadt war Chorazin. In Matthäus Kapitel 12 beschreibt Christus dieses zweite Gericht, diese zweite Auferstehung noch deutlicher. Matthäus Kapitel 12, die Verse 41 und 42. Die Leute von Ninive, die Nineviten, zu denen damals Jona gesandt worden sind, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße, sie bereuten nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Er sagt natürlich, er, Jesus Christus, war weitaus mehr als Jona. Vers 42, die Königin vom Süden, die Königin von Saba, die damals zu Salomo kam, um seine Weisheit zu hören. Er sagt hier, die wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören und siehe, hier ist mehr als Salomo. Auch das zeigt uns, dass Jesus Christus behauptete, er war nicht nur ein gewöhnlicher Mensch. Wir wissen, Salomo, das war der, der die größte Weisheit hatte. Aber hier war Jesus Christus, der Gott war, der Mensch wurde, aber er war natürlich weitaus mehr, da er eben Gott gewesen war, der sich zu Fleisch und Blut verwandeln ließ, als irgendein anderer gewöhnlicher Mensch. Aber auch hier wiederum, die werden alle in der zweiten Auferstehung sein, im Gericht, im jüngsten Gericht, zusammen auftreten mit diesen Menschen seiner Zeit und es heißt hier, sie werden sie verdammen. Nun, hier geht es nicht unbedingt um eine endgültige Verdammnis, es geht hier um ein abwertendes Urteil. Die Zürcher Bibel schreibt, sie werden sie verurteilen, nicht als Richter, sondern dadurch, dass sie sich als besser erweisen. Die Menge Bibel schreibt, sie werden die Verurteilung dieser Menschen herbeiführen. Die Gute Nachricht sagt es eigentlich am besten. Sie schreibt, sie werden sie anklagen. Vergleichsweise, die werden sagen, ihr habt nicht bereut, obwohl Jesus Christus damals, der Sohn Gottes, diese wunderbaren Werke getan hat. Und wir haben bereut, als Jona zu uns kam
und uns sagte, Nineveh wird zerstört werden, wenn er nicht bereut. In dieser Weise werden sie mit denen sprechen. Aber auch hier wiederum, der Punkt ist der. Die werden alle zusammen in dieser zweiten Auferstehung sein. In der Auferstehung zum Gericht, von der, wie wir gelesen hatten, im Buch der Offenbarung, von dem großen weißen Throngericht, wenn die Bücher des Lebens aufgetan werden, wenn die Gelegenheit jetzt erfolgt, dass die Namen dieser Menschen, die jetzt in der zweiten Auferstehung sein werden, hineingeschrieben werden können in das Buch des Lebens, und dann werden sie das ewige Leben erhalten, solange wie ihr Name in dem Buch des Lebens verzeichnet ist. Die Bibel ist eigentlich sehr klar über diese Begebenheiten, wenn man nur das akzeptieren will, was Christus uns hier sagt. Schauen wir uns Parallelstellen an. Er sagt es nämlich nicht nur im Matthäus-Evangelium, er sagt es zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11 und die Verse 31 bis 32. Lukas Kapitel 11 und die Verse 31 bis 32. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit den Leuten dieses Geschlechtes. Es geht hier also klar um die Leute. Es geht nicht unbedingt jetzt um Städte. Es wird hier keine Auferstehung von Städten beschrieben, also von Mauerwerken. Es geht hier um die Leute, die in diesen Städten wohnten. Die wird also auftreten mit den Leuten dieses Geschlechtes und wird sie verdammen oder verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Welt zu hören die Weisheit Salomos, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und die Leute von Ninive werden auftreten, und andere Übersetzungen haben hier richtiger, werden auferstehen. Die werden auftreten, indem sie zunächst einmal auferstehen von den Toten. Die werden also auferstehen beim jüngsten Gericht, zusammen mit diesem Geschlecht, und werden es verdammen oder verurteilen, denn sie taten Buße, sie bereuten, nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jona. Und auch in Kapitel 12 im gleichen Lukas Bericht, Kapitel 12, die Verse 47 und 48. Also es wird hier zweimal uns gesagt, damit wir erkennen, wie wichtig und wie wahr diese Aussagen sind. Lukas Kapitel 12, die Verse 47 und 48. Da heißt es, der Herr aber, der den Willen seines Herrn kennt, oder vielmehr der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man viel oder umso mehr fordern. Denken wir daran, dass Christus sagte, den einen wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als anderen. Schauen Sie, es gab Menschen, die schon so ungefähr wussten, was sie tun sollten, aber es nicht getan haben. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt für ewige Zeiten verloren sein werden. Sie haben die unvergebbare Sünde noch nicht begangen, aber sie wussten schon, was sie hätten tun sollen und haben es nicht getan. Nun, die hatten den Heiligen Geist zwar nicht erhalten, scheinbar, aber sie hatten schon eine gewisse Ahnung, was sie hätten tun sollen und taten es nicht. Wie auch diese Städte, die Christus hier anklagt, die hatten schon eine gewisse Ahnung, was sie hätten tun sollen. Und die werden viele Schläge erleiden müssen. Nun, das ist symbolisch zu sehen. Für die wird es sehr schwierig werden, zu bereuen, wenn sie die Wahrheit erkennen. Nun, andere, die haben zwar auch getan, was falsch war, aber die wussten es nicht besser. Die werden zwar auch Schläge erleiden müssen zunächst einmal. Denen muss also erst auch mal klar gemacht werden, was sie getan haben in ihrem Leben. Aber es wird für sie leichter werden, zur Reue zu kommen im großen weißen Throngericht in der zweiten Auferstehung, als einige, die so in selbstgerechter Herrlichkeit dahermarschiert sind und meinten, sie hätten keine Sünde, wie die Pharisäer. Denken Sie an die Pharisäer, die voller Sünden waren, die Heuchler waren, aber die meinten, sie lebten gerecht. Denken Sie an dieses Gleichnis, wo Christus von dem Pharisäer sprach und dem Zöllner und im Tempel, und der Zöllner betete und sagte zu Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der Pharisäer, der sah keine Sünde in sich selbst, der brüstete sich über seine Selbstgerechtigkeit. Und Christus sagte ja, der Sünder, dieser Zöllner, der ging nach Hause gerechtfertigt, aber nicht dieser Pharisäer. Schauen Sie, es wird einigen erträglicher ergehen, weil wenn die Wahrheit erkennen, die kommen schneller zur Reue als diese selbstgerechten Menschen, die sich noch auf ihre Selbstgerechtigkeit etwas einbilden
Wir bekommen hin und wieder Zuschriften von solchen, die sich darüber brüsten, dass sie Zweifler sind, dass sie Agnostiker sind oder sogar Atheisten. Die meinen, sie hätten die Weisheit mit den Löffeln gefressen, die wollen nichts hören, die wollen nichts begreifen, die wollen nur ihre eigene falsche Ideologie vertreten. Für die würde es möglicherweise ein wenig schwieriger werden, zu bereuen, wenn sie die Wahrheit erkennen. Aber es geht wiederum darum, dass alle die, wenn sie nicht die unvergebbare Sünde begangen haben, in der zweiten Auferstehung sein werden. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 21 an, was Christus hier sagt. Nun, eine sehr erstaunliche Bemerkung vielleicht, und das muss sehr schlimm für diese Pharisäer gewesen sein, die waren sicherlich sehr erbost darüber, dass Christus dies sagte, wie wir auch heute das Gleiche sagen können über gewisse Völkerschichten. Schauen Sie, was er hier sagt in Matthäus Kapitel 21, die Verse 31 und 32. Er hat hier ein Gleichnis gegeben über Söhne des Vaters. Der Vater hatte denen gesagt, die sollten was tun. Der eine hat gesagt, ich tue es nicht, tat es aber dann doch. Und der andere hat gesagt, ja, ich tue es, tat es aber dann nicht. Und er sagt hier in Vers 31, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie antworteten, der Erste. Also der zwar zunächst mal gesagt hatte, ich tue es nicht, hat es aber doch getan. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, er spricht zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten. Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Wenn man das heute jemandem sagen würde, der so in Selbstgerechtigkeit daherläuft, was meinen Sie, was da für eine Reaktion kommen wird? Christus hat dies damals den Pharisäern und den Sadduzäern und den Schriftgelehrten gesagt. Die Zöllner und die Huren, die kommen noch eher, auch zeitlich gesehen, eher ins Reich Gottes als ihr. Die werden nämlich eher bereuen, leichter bereuen. Er gibt hier den Grund an, in Vers 32, denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, dass die Zöllner und Huren dem Johannes geglaubt haben, so tatet ihr dennoch nicht Buße, bereutet ihr dennoch nicht, sodass ihr ihm denn auch geglaubt hätten. Schauen Sie, für die wird es schwierig werden. In anderen Stellen sagt Christus denen sogar, ihr wandelt auf sehr, sehr dünnem Eis. Wenn ihr weiter so lebt, wie ihr heute lebt, könntet ihr sogar in die Möglichkeit, die Gefahr geraten, die unvergebbare Sünde zu begehen, eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und wir werden gleich darauf eingehen, was damit gemeint ist. Schauen Sie, die Zöllner, die Huren, die wussten, die erkannten, dass sie Böses getan hatten, dass sie Falsches getan hatten, und die bereuten. Und wenn man sich möglicherweise einige so dieser Taten vorstellen kann von denen, dann sieht man schon, wie schlimme Dinge und was für schlimme Dinge die getan hatten. Aber sie bereuten. Und Christus sagte, die haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht nicht unbedingt damals zu seiner Zeit, man weiß nicht, ob er ihnen nachher den Heiligen Geist gegeben hat oder nicht, aber auf alle Fälle in der zweiten Auferstehung ins Reich Gottes gelangen zu können. Aber die Pharisäer, wenn die nicht bereuen würden, entweder zur damaligen Zeit oder aber in der zweiten Auferstehung, würden natürlich nicht den Heiligen Geist erlangen können. Und deswegen sagt er hier, die haben erkannt, was sie getan hatten. Und die haben bereut. Und Reue heißt ja nicht nur anzuerkennen, dass man etwas Falsches getan hat. Reue heißt ja auch, dann den anderen Lebensweg zu gehen, abzulassen von dem, was man getan hat. Als die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde, vor Christus gebracht wurde, Christus sagte, ich verurteile dich auch nicht. Da gab es verschiedene Gründe, weshalb. Zunächst einmal war die Voraussetzung auch die nicht erfüllt, dass der Mann auch hätte vor Christus gebracht werden müssen, wie das Gesetz es sagte. Aber er sagte, ich verurteile dich auch nicht, aber gehe hin und sündige nicht mehr. Es ging also darum, die Frau hatte offensichtlich bereut in dieser schamvollen Situation, aber es ging darum, dass sie nicht weiter sündigen würde. Das ist die wahre Reue. Aber diese Pharisäer, die waren keineswegs bereit zu bereuen. Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9. Und das zeigt uns jetzt schon ein wenig, worum es bei der unvergebbaren Sünde geht. Johannes Kapitel 9, die Verse 40 und 41. Fangen wir mit Vers 39 an. Da sagt Christus,
Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Die meinen zu sehen, blind werden. Und da hörten einige der Pharisäer das, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Die verstanden, Christus sprach hier auch im geistlichen Sinne, im figurativen Sinne. Und Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Mit anderen Worten, ihr hättet jedenfalls keine bewusste Sünde. Es gibt natürlich auch Sünde, die man unbewusst tun kann, aber es ging hier um vorsätzliche Sünde, um Sünde, die man bewusst tut. Wenn man blind ist, wenn man verführt ist, weiß man ja nicht, dass man verführt ist. Aber er sagt den Pharisäern, weil ihr aber sagt, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Schauen Sie, die Pharisäer, die wussten, dass sie sündigten. Die haben sich das nicht eingestanden, aber die wussten schon. Das heißt ja, die haben Christus aus Neid überliefert an den Pilatus. Die wussten, dass Christus ein Prophet war, der von Gott kam. Aber sie wollten nicht, dass die Welt ihm nachlief, weil die Befürchtung hatten, dann kommen die Römer, nehmen uns unsere Ämter weg. Und Christus sagt, ihr habt keine Reue. Und weil ihr keine Reue habt, bleibt eure Sünde euch gegenüber bestehen. Gott vergibt sie euch nicht, weil ihr nicht bereuen wollt, obwohl ihr wisst, was ihr tut. Nun, es gibt leider auch solche, die sogar noch einen Schritt weiter gegangen sind als diese Pharisäer damals, obwohl die auch, wie ich sagte, auf einem sehr dünnen Eis gewandelt sind. Es gibt jemand und es gibt einige, vielleicht sogar viele, obwohl ich hoffe, nicht viele, aber zumindest einige, die bereits jetzt schon in diesem Leben ihre Chance vertan haben, die bereits den Heiligen Geist erhalten haben und sich dann aber wieder abgewendet haben von Gott. Und es wird auch solche im Millennium geben, wenn wir für 1000 Jahre in der Gottfamilie über die Menschen herrschen werden, die dann auf Erden leben werden, denn es werden ja einige überleben, wenn Christus zurückkommt. Und die werden als Menschen weiterleben und werden sich dann fortpflanzen. Und wir, die wir in der Gottfamilie sein werden, wenn wir uns bewähren, dann werden wir über diese Menschen herrschen, um ihnen auch den richtigen Weg zu zeigen, sodass sie sich auch entscheiden können für den wahren Weg Gottes, mit dem Potenzial ebenfalls Teil der Gottfamilie zu werden. Und das gleiche gilt für die zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht, die Menschen, die dann hochkommen werden, alle die gelebt haben, seit der Zeit von Adam und Eva, die nicht die Gelegenheit erhalten hatten, Gottes Wahrheit anzunehmen, die werden dann diese Gelegenheit erhalten und wir werden auch über die herrschen und denen helfen, die Wahrheit zu begreifen, sodass auch sie ins Reich Gottes eingehen können, ein unsterbliches Geistwesen innerhalb der Gottfamilie werden können. Und wie wir bereits gesehen hatten, das wird möglicherweise so 100 Jahre dauern, diese Bewährungsprobe, diese Zeitspanne. Aber wie ich sagte, auch da werden nicht alle sich für Gott entscheiden. Einige werden sich gegen Gott und Gottes Weg entscheiden. Selbst nachdem sie die Wahrheit total erkannt haben, selbst vielleicht nachdem sie den Heiligen Geist erhalten haben, denn die werden ja so leben wie wir heute. Die werden den Heiligen Geist erhalten, wenn sie bereuen, wenn sie an Christi Opfer glauben, müssen sich aber dann natürlich noch bewähren, mit der Möglichkeit, sich nicht zu qualifizieren, den Heiligen Geist wieder zu verlieren. Schauen Sie, die werden in einer dritten Auferstehung hochkommen. Auch wiederum eine Auferstehung zu Fleisch und Blut. Aber in einer Auferstehung, die zu ihrer totalen Auslöschung und Verdammnis führen wird. Nun, die meisten Menschen heute haben keine Ahnung von der dritten Auferstehung. Einige, die sprechen von der zweiten Auferstehung, nun, das ist eine klare Stelle im Buch der Offenbarung, es wird ja deutlich doch von der zweiten Auferstehung gesprochen, aber sie lehnen die dritte Auferstehung ab. Nun, möglicherweise auch deshalb, weil die Aufteilung in der Lutherbibel, wenn es um die dritte Auferstehung geht, eine etwas unglückliche ist. Schlagen wir einmal Offenbarung Kapitel 20 auf. Offenbarung Kapitel 20. Und natürlich hauptsächlich auch deshalb, weil sie an die falsche Idee einer Hölle glauben, eines ewig andauernden Feuers, wo die armen Seelen der Verstorbenen für alle Zeit und Ewigkeit gefoltert werden. Oder vielleicht an ein Fegefeuer, wo sie für hunderte von Jahren gefoltert werden,
um sich dann reinigen zu können, um dann vielleicht doch noch in den Himmel zu kommen, wie einige das so lehren. Dann werden dann so Messen gelesen für die, die im Fegefeuer sind, damit die dann schneller aus dem Fegefeuer herauskommen. Lassen Sie mich gleich deutlich sagen, diese Messen haben absolut keinerlei Bedeutung in den Augen Gottes. Denn die Seelen sind nicht im Fegefeuer. Die Seelen, das ist der Mensch, der lebt tot im Grabe. Oder vielmehr, der liegt tot im Grabe. Der lebt eben nicht, der hat kein Bewusstsein. Der schläft einen schlaflosen Traum. Er muss auferweckt werden von den Toten. Je nachdem, in welche Kategorie, in welche Ordnung er gehörte, wird er entweder auferweckt in der ersten Auferstehung, wenn er ein bekehrter Christ war, oder wenn er kein bekehrter Christ war, aber die Wahrheit nicht erkannt hatte, weil ihm die Gelegenheit zur Erkenntnis der Wahrheit nicht gegeben worden war, in der zweiten Auferstehung, oder aber, wenn er die Wahrheit erkannte, wenn er sogar den Heiligen Geist erhalten hatte und sich dann wieder abwendet, in der dritten Auferstehung, von der es keine Auferstehung mehr geben wird. Eine dritte Auferstehung zur Verdammnis. Wir sprechen heute von dem Schicksal der Verlorenen, der Verdammten. In Offenbarung Kapitel 20, wir hatten angefangen in Vers 11 von der zweiten Auferstehung gelesen. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Punkt, Absatz. Hier sollte ein Absatz sein. Denn die zweite Auferstehung ist ja bereits jetzt beschrieben. Es wird hier klar und deutlich beschrieben, was geschehen wird in der zweiten Auferstehung. Und dass es die zweite Auferstehung ist, ergibt sich ja zum Beispiel auch in Offenbarung Kapitel 20, in Vers 6, wo es ja hieß, selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Also wenn es eine erste Auferstehung gibt, muss es zumindest eine zweite Auferstehung geben. Aber es gibt eben auch eine dritte Auferstehung. Und die wird jetzt beginnend in Vers 13 in Offenbarung Kapitel 20 beschrieben. Denn hier heißt es jetzt, und das Meer gab die Toten heraus. Schauen Sie, das ist jetzt in der Zeitabfolge eine weitere Auferstehung. Denn wir hatten ja bereits von der Auferstehung in der zweiten Auferstehung gelesen. Die standen ja bereits vor dem großen weißen Thron. Aber jetzt geht es um eine weitere Auferstehung. Und hier wird deutlich gesagt, was das Schicksal derer ist, die in dieser Auferstehung sein werden. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod, Hades im Griechischen, das Grab, könnte man sagen, und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet. Aber jetzt geht es bei diesem Gericht um eine Verdammnis. Schauen Sie, das Wort richten im Griechischen, im Neuen Testament, kann sowohl ausrichten bedeuten, es kann aber auch verurteilen und verdammen bedeuten. Es kommt auf den Zusammenhang an. Hier geht es klar um die Verdammnis, denn es heißt ja hier, die darin waren, sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Nicht eine ewig brennende Hölle, aber der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, denn ich hatte ja gesagt, um das ewige Leben erhalten zu können, muss man im Buch des Lebens verzeichnet sein. Aber diejenigen, die in dieser letzten Auferstehung sein werden, die werden in dem Zeitpunkt nicht mehr im Buch des Lebens verzeichnet sein. Die mögen möglicherweise zunächst einmal drin verzeichnet gewesen sein, aber sie wurden dann ausgelöscht. Ihr Name wurde ausgelöscht, als sie die unvergebbare Sünde begangen. Und der nicht geschrieben wurde im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und ich werde hier gleich noch auf weitere Stellen eingehen, die das näher beschreiben. Aber zunächst einmal zurückkehren zu der Frage, ob denn vielleicht nicht doch die Verdammten, die Verurteilten, die Verlorenen, nach dem Tode in die Hölle eingehen, um dort für alle Ewigkeit gefoltert und gequält zu werden. Sagt uns die Bibel etwas hierüber? Nun, die Bibel sagt uns das genaue Gegenteil. Die Bibel sagt uns zunächst einmal, dass jeder, der tot ist, ob er ein Christ war oder nicht, tot ohne Bewusstsein in seinem Grab liegt, bis er auferweckt wird. Keine Seele geht nach dem Tode in den Himmel. Keine Seele geht nach dem Tode in ein Fegefeuer oder in die Hölle. Die Seele ist der Mensch, die Seele ist tot, liegt tot im Grabe, wartet auf die Auferstehung
von den Toten. Schauen wir uns einmal im Predigerbrief, Kapitel 9 an. Prediger, Kapitel 9. Prediger, Kapitel 9. Und lesen wir Vers 5. Prediger, Kapitel 9 und Vers 5. Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Wer unter uns weiß das nicht? Wir alle wissen, dass der Tag kommen wird, wo wir sterben werden. Nun, wenn wir noch als Christen leben sollten, wenn Christus zurückkommt, dann werden auch unsere sterblichen Überreste sozusagen sterben. Wir werden nämlich verwandelt werden in ein Geistwesen. Also die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Die wissen nichts. Denn wenn sie nichts wissen, dann haben sie auch kein Bewusstsein. Es heißt, sie haben auch keinen Lohn mehr. Denn ihr Andenken ist vergessen. Also hier geht es jetzt um den Lohn bei den Menschen. Aber es geht auch um den Lohn bei Gott. Solange wie man tot ist, liegt man ohne Bewusstsein im Grabe und wartet sozusagen, ohne dass man Bewusstsein hat, auf die Auferstehung von den Toten. Also die Toten wissen nichts. Im Buch Hiob wird dies bestätigt. Hiob Kapitel 14. Hiob Kapitel 14 und in Vers 21. Hiob Kapitel 14 und Vers 21. Es geht hier wiederum um die Toten. Sind seine Kinder in Ehren? Das weiß er nicht. Oder ob sie verachtet sind, das wird er nicht gewahr. Warum nicht? Weil er kein Bewusstsein hat. Er weiß nicht, wenn er im Grabe liegt, was weiter geschieht. Das zeigt aber auch, dass er selbst nicht irgendwie als ein Mensch weiterlebt, in irgendeiner Form. Er hat kein Bewusstsein. Jesaja Kapitel 63. Jesaja Kapitel 63. Und lesen wir Vers 16. Jesaja Kapitel 63 und Vers 16. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts. Schauen Sie, hier ist Abraham, der gerechte Abraham. Der liegt tot im Grabe, der weiß nicht, was geschieht auf Erden, solange wie er tot im Grabe ist. Abraham weiß von uns nichts. Israel, also Jakob, der Enkelsohn von Abraham, der kennt uns nicht. Aber du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Auch hier wiederum wird deutlich gezeigt, dass die Toten kein Bewusstsein haben. Die kennen nicht was und wissen nicht, was hier auf Erden geschieht. In Psalm 146. Psalm 146. Also die Idee, wie man das so immer hört, dass also wenn jemand, der gestorben ist, der dann irgendwie so im Himmel auf uns herabblickt und bei uns ist, wenn wir dann gewisse Dinge tun, steht im krassesten Gegensatz zur Bibel. Es ist nicht eine von Satan inspirierte falsche Idee. Schauen Sie, es gibt Dämonen, wie ich das ja in den Predigten über die Dämonen zum Ausdruck gebracht habe, die sich gerne in irgendeiner Form als Verstorbene ausgeben wollen. Wir kennen das beste Beispiel, als der König Saul zu der Hexe ging, diese Hexe von Windor. Und die hat dann angeblich den verstorbenen Samuel heraufgebracht von den Toten. Aber das war nicht der Samuel, das war ein Dämon, der von sich vorgab, Samuel zu sein. Im Psalm 146 und in Vers 4. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Er muss zur Erde werden, er muss also wiederum zu Staub werden, wie das ja auch Gott dem Abraham oder dem Adam gesagt hatte. Von der Erde bist du genommen, zur Erde musst du wieder werden. Aber hier fügt jetzt der Psalmist hinzu, dann sind verloren alle seine Pläne. Der hat keine Pläne mehr, weil er kein Bewusstsein mehr hat. In dem Augenblick, wo der Geist des Menschen, wie ich das in der letzten Sendung zum Ausdruck gebracht habe, zurück zu Gott geht, und der Geist hat auch kein individuelles, unabhängiges Bewusstsein, ist der Mensch tot. Und nur wenn der Geist des Menschen zurückkehrt in den Menschen, dann ist der Mensch wieder am Leben. Also diese Menschen, egal wer es ist, die gestorben sind, haben kein Bewusstsein. Aber nun schauen wir uns an, was mit denen geschieht, die in der dritten Auferstehung hochkommen werden.
werden die dann in der dritten Auferstehung, die also der zweiten Auferstehung folgt, zeitlich gesehen könnte man sagen, über 1100 Jahre nach Beginn des Millenniums, werden die dann für alle Ewigkeiten in einem Höllenfeuer gefoltert werden. Ist das der Grund, warum Gott sie von den Toten auferweckt, um sie dann in eine Hölle werfen zu können, wo sie für alle Ewigkeit gefoltert werden? Schauen wir uns einmal das Buch Obadja an. Obadja, das befindet sich vor dem Buch Jona, nach dem Buch Amos. In Obadja Kapitel 1, es hat nur ein Kapitel, und in Vers 16. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Schauen Sie, das ist letztendlich das Schicksal derjenigen, die verloren gehen. Es wird so sein, als hätte es sie nie gegeben. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Die werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle gefoltert werden. Was für eine schreckliche Zukunft wäre das auch für Sie zum Beispiel. Denken Sie sich einmal und überlegen Sie einmal. Sie sind also jetzt im Reich Gottes. Sie haben es also geschafft. Sie haben sich qualifiziert und müssen jetzt miterleben, wie Ihre Verwandten, Ihre Freunde, möglicherweise Ihr Ehepartner, Ihre Kinder, für alle Ewigkeit in einer Hölle gefoltert werden. Und gleichwohl heißt es in der Bibel, wenn wir ins Reich Gottes eingehen, haben wir Freude in Fülle und in Ewigkeit. Ein totaler Widerspruch. Nein, es wird so sein, als hätte es sie nie gegeben. Und scheinbar wird es so sein, dass auch dann unser Gedenken an sie dann ausgelöscht wird. Denn es heißt ja auch, dass Gott sogar an Sünden nicht mehr gedenken wird, wenn sie vergeben sind, und wird die auch auslöschen. Maleachi gibt uns einen weiteren Hinweis darauf, was geschieht mit denen, die in der Tat sich gegen Gott gewandt haben, für alle Zeit gegen Gott gewandt haben, die nicht mehr bereuen wollen. Die nicht mehr bereuen wollen, die Hass entwickelt haben gegenüber Gott und seinen Weg. Die Wahrheit zunächst einmal erkannt hatten, aber dann sich abgewendet haben in endgültiger Weise von Gott. In Maleachi Kapitel 3 und in Vers 19. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Es wird ein feuriger Ofen sein, der die Gottlosen verbrennen wird. Von denen wird nichts mehr übrig bleiben, weder Wurzel noch Zweig. Ihr Gedenken wird ausgelöscht werden. Es wird so sein, als ob sie nie gelebt hätten. Er fährt fort, in Vers 21 zu sagen, ihr, die ihr also im Reich Gottes sein werdet, ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Hier heißt es, die werden Staub werden unter euren Füßen. Die Jubiläumsbibel übersetzt, richtiger, die werden Asche werden unter euren Füßen. Schauen Sie, die werden total verbrannt werden. Es wird nichts mehr übrig bleiben von denen als Asche. Asche, die natürlich dann auch letztendlich dann aufhören wird zu existieren. Aber die werden verbrannt werden. Die werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit in einer ewig brennenden Hölle gefoltert werden. Was für ein unglaubliches Zeugnis von der Unbarmherzigkeit Gottes würde dies auch bedeuten. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 3 an. Denn nicht nur das Alte Testament, auch das Neue Testament sagt uns deutlich, was mit denen geschieht, die sich bewusst gegen Gott aufgelehnt haben. Matthäus Kapitel 3. Die Verse 10 bis 12. Die Worte Johannes des Täufers. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es geht aber jetzt um das endgültige Schicksal dieser Menschen, die sich weigern, gute Frucht zu bringen, obwohl sie genau erkannt haben, was es bedeuten würde, gute Frucht zu bringen. Die werden ins Feuer geworfen. Er sagt hier, ich taufe euch mit Wasser zur Buße oder zur Reue. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Das sind die beiden Alternativen.
Entweder sie erhalten den Heiligen Geist, weil sie aufrichtig bereut haben, weil sie aufrichtig an das Opfer Jesu Christi geglaubt haben, weil sie Vergebung ihrer Sünden erlangt haben, weil sie getauft worden sind von einem ordinierten Geistlichen der Kirche Gottes, der ihnen dann auch die Hände aufgelegt hat. Es geht nicht darum, dass jemand, ein x-beliebiger Jünger, eine Taufe vollbringen kann. Es geht um einen ordinierten Geistlichen Gottes, der dies tun muss. Und dann erhält man den Heiligen Geist. Aber schauen Sie, es gibt auch die Taufe mit dem Feuer. Das ist eine Taufe, die Sie nicht haben wollen. Und einige meinen, auch das ist wunderbar, das ist diese Taufe, wenn man den Heiligen Geist erlangt, dann hat man irgendwie auf einmal da so feurige, was weiß ich, Begebenheiten und Erlebnisse. Nein, das ist eine Taufe, die zum ewigen Tod führt. Aber Christus sagt, ich werde beides tun. Ich werde denen den Heiligen Geist geben, die sich an mich wenden, die den Heiligen Geist haben wollen, die es auf richtige Weise tun, aber die sich gegen mich auflehnen, für alle Zeit und Ewigkeit, die werde ich mit der Taufe des Feuers taufen. Die werden verbrannt werden, im feurigen Pfuhl, in der dritten Auferstehung. Vers 12. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Genau wie das Feuer, das Sodom und Gomorra vernichtete, unauslöschlich war in dem Sinne, es konnte nicht von Menschen ausgelöscht werden, aber es hörte auf zu brennen, nachdem die Städte verbrannt waren, denn heute brennt dieses Feuer ja nicht mehr. Genauso hier. Dieses unauslöschliche Feuer, dieser feurige Pfuhl, wird aufhören, wenn nichts mehr da ist, um es zu verbrennen. Aber diese Menschen werden verbrannt werden in diesem unauslöschlichen Feuer. Die werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit in diesem Feuer gequält werden. Diese Idee der Hölle, nebenbei gesagt, die nicht aus der Bibel kommt, kommt auch wiederum aus dem Heidentum. Die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter haben an eine solche Hölle geglaubt. Die Griechen, die Römer. Die Bibel lehrt dies keineswegs. Die werden verbrannt werden. In Hebräer Kapitel 10 wird näher darauf eingegangen, was für Menschen es sein müssen, die diese unvergebbare Sünde begangen haben, die in das unauslöschliche Feuer geworfen werden, in der dritten Auferstehung, um dort zu verbrennen, diesen feurigen Pfuhl. Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 26. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Schauen Sie, die meisten Menschen heute haben die Erkenntnis der Wahrheit keineswegs empfangen. Die meisten Menschen, die seit Adam und Eva gelebt haben, haben nie etwas von der Wahrheit richtig gehört. Aber wenn wir mutwillig sündigen, also bewusst jetzt, mit vollem Verständnis, mit Hass gegenüber Gottes Wort, diese Wahrheit ablehnen, nachdem wir sie empfangen haben, da sagt Paulus, da haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird, auslöschen wird. Sie werden Asche sein unter den Füßen der Gerechten. Er fährt fort zu sagen, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, also es geht jetzt nicht nur um den physischen Tod, schauen Sie, das war der physische Tod, den die erleiden mussten, die gegen das Gesetz des Mose rebelliert haben. Die wurden physisch getötet. Er schreibt hier, eine wie viel härtere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Wir sehen die ablehnende Haltung dieser Menschen. Das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde. Schauen Sie, er hatte bereits die Heiligung empfangen. Aber jetzt hält er auf einmal dieses Blut des Bundes für unrein und der den Geist der Gnade schmäht. Er hatte den Geist empfangen und jetzt schmäht er ihn. Denn wir kennen den, Vers 30, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es,
in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich für die, die sich gegen Gott aufwenden, die die Entscheidung getroffen haben, wir werden unter keinen Umständen Gott gehorsam sein. Kehren wir zu Hebräer Kapitel 6 zurück. Hier wird noch mehr uns gesagt über diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen werden, begangen haben. Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 8. Aber lassen Sie mich Ihnen noch Folgendes sagen. Wenn Sie mir hier zuhören heute und Sie nehmen das an, was hier gesagt wird, und Sie erkennen sich selbst als jemand, der Falsches getan hat, wie die Huren, die Zöllner, wer auch immer, und sich darum Sorgen machen jetzt, ob sie die unvergebbare Sünde begangen hätten, dann haben sie nicht begangen. Schauen Sie, wenn Sie bereuen wollen, wenn Sie das Geschenk der Reue Gottes annehmen wollen, dann haben Sie die unvergebbare Sünde nicht begangen, weil nämlich diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, nicht mehr bereuen wollen und von daher auch nicht mehr bereuen können. Aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 6 an, die Verse 4 bis 8. Es ist unmöglich, sagt Paulus hier, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist. Schauen Sie, die haben den Heiligen Geist erlangt. Und die geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind. Also einige gibt es, die wieder zu erneuern zur Buße oder zur Reue, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt, denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, sodass man sie zuletzt abbrennt. Auch hier wiederum deutlich wird zum Ausdruck gebracht, das Schicksal derer, die die Wahrheit erkannt haben, die den Heiligen Geist erlangt haben, die sich aber dann bewusst gegen Gott wenden, den Heiligen Geist wieder verlieren, die werden letztendlich in der dritten Auferstehung verbrannt werden. Nun könnten einige sagen und haben einige gesagt, ja, aber wieso überhaupt noch die dann in der dritten Auferstehung hochkommen lassen? Die liegen doch ohnehin in ihren Gräbern, die können ja doch da weiterleben oder vielmehr weiter liegen. Warum die nicht wieder hochkommen lassen, um sie dann erneut zu verbrennen? Nun, der Grund ist vielfältig. Zunächst einmal denken Sie daran, der Geist dieser Menschen ist nach wie vor im Himmel. Der muss zunächst einmal auch wiederum vereint werden mit diesem Körper, um dann verbrannt werden zu können. So dann ist es aber auch so, dass Gott seine Gerechtigkeit demonstrieren will allen gegenüber. Denjenigen, die dann im Reich Gottes sein werden, den Engeln, auch Satan und seinen Dämonen und natürlich auch diesen Menschen selbst, damit es keinerlei Zweifel daran geben kann, dass Gottes Gerichte gerecht sind. So könnte sonst jemand sagen, ja wieso, der hat vielleicht die unvergebbare Sünde ja gar nicht begangen, wieso weiß ich das? Nun, die werden es wissen. In dem Augenblick, wo diese Menschen hochkommen und deren Haltung, deren Einstellung erkennen können. Zunächst einmal Psalm 37. Psalm 37. Und schauen wir uns Vers 20 an. Psalm 37 und Vers 20. Es heißt, die Gottlosen werden umkommen. Und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Also auch hier wiederum eine deutliche Aussage im Hinblick auf das Schicksal der Gottlosen. Die werden umkommen und vergehen, wie der Rauch vergeht. Die werden verbrannt werden in dem Gehenna-Feuer, in diesem feurigen Pfuhl. Christus sprach ja von dem Gehenna-Feuer, eine Anspielung auf das Tal Hinnom vor Jerusalem, wo die Leichen von Verbrechern, die dort in dieses Tal geworfen worden sind, verbrannt wurden. Er benutzt dieses Beispiel, um zu zeigen, was mit denen geschieht, die unvergebbare Sünde begangen haben. Die werden hier die Gottlosen genannt. Schauen wir uns deren Haltung an. In Lukas Kapitel 13. Ich sagte vorhin ja schon, es geht nicht nur darum, dass man aus Schwäche sündigt.
Es geht darum, dass man die unwiderrufliche Entscheidung getroffen hat. Und leider haben einige, laut Bibel, diese Entscheidung getroffen. Und einige werden diese Entscheidung auch noch treffen. So unglaublich, wie es uns auch erscheinen mag. Nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, haben sich doch wieder abgewandt von dem Wort und sind den Schweinen vergleichbar, wie Petrus es sagt, die rein geworden sind und sich dann wieder in diesem schmutzigen Pfuhl herumsuhlen. Oder die Hunde, die das wieder auffressen, was sie ausgespien haben. In Lukas Kapitel 13 lesen wir die Verse 27 bis 29. Lukas Kapitel 13, die Verse 27 bis 29. Das sind jetzt Menschen, die kommen und die werden sagen, was bestrafst du uns, was willst du uns jetzt hier in diesem feurigen Pfuhl verbrennen? Wir haben doch in deinem Namen wunderbare Dinge getan. Da sagt Christus zu denen, ich werde zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Oder andere Übersetzungen haben hier, die ihr das Gesetz übertretet. Die wussten, dass das Gesetz Gottes nach wie vor gültig ist. Die wussten, dass das Gesetz zu halten ist. Die wussten, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Die kümmerten sich nicht darum. Die hatten Hass entwickelt für das Gesetz Gottes. Und damit auch für Gott selbst. Und Christus sagt, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Die Idee ist hier, man wird voller Hass. Es geht nicht darum, dass man jetzt hier irgendwie bereut. Voller Hass. Man heult, wie die wilden Hunde heulen. Zähneklappern nicht im Sinne von Angst, in dem Sinne, sondern man knirscht mit den Zähnen. Man will dieses Schicksal nicht erdulden. Man will auch nicht Gott gegenüber gehorsam sein. Und so sagt Christus hier, der wird heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Nein, die werden nicht im Reich Gottes sein. Denken Sie an das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. Ich habe eine ganze Predigt darüber gegeben, die können Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de sich anhören und ansehen. Dieser Reiche wird in der dritten Auferstehung sein. Er hatte kein Zeitbewusstsein, als er hochkam. Er sah dann Abraham und den Lazarus in Abrahams Schoß. Die waren unsterblich. Die große Kluft, die sie trennte, war die Unsterblichkeit. Dieser Reiche wurde als ein physisches Wesen auferweckt, um dann in das Feuer, das Gehennafeuer geworfen zu werden. Der wird heulen und Zähneknirschen sein in diesen Menschen, die diesen Hass entwickelt haben gegenüber Gott. Und wir lesen auch in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, die Verse 40 bis 43. Und wie ich sagte, wenn jemand den Heiligen Geist noch nicht erhalten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die unvergebbare Sünde begangen hat, ausgesprochen gering. Denn man muss ja zunächst einmal die Wahrheit total erkennen. Man muss sie begreifen. Man muss sie als Teil seines Lebens akzeptiert haben. Man muss sogar die Kräfte der zukünftigen Welt, diese Kräfte Gottes, geschmeckt haben, wie es heißt. Aber wenn man den Heiligen Geist erlangt hat und alles dies bereits der Fall war und dann wieder abfällt, schauen wir uns Matthäus Kapitel 13 an, die Verse 40 bis 43. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, wiederum, es geht um das Verbrennen der Ungerechten, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt. Und die da Unrecht tun, die das Gesetz übertreten und die es aber nicht bereuen wollen und werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Bevor sie verbrannt werden, werden sie diesen Hass demonstrieren, sodass auch jeder erkennen kann, Gottes Gerichte sind gerecht. Deshalb die dritte Auferstehung. Und dann sagt er hier, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Haben Sie
Ohren zu hören? Oder haben sie lediglich das Bedürfnis, alles zu kritisieren, ihre eigenen Ideen anderen mitzuteilen? Ideen, die keineswegs biblisch sind. Ideen, die keineswegs aus der Bibel stammen, die keineswegs von Gott stammen. Diejenigen, die sich das zu ihrem Lebenszweck gemacht haben, die Wahrheit Gottes zu kritisieren, ihre eigenen falschen Vorstellungen anderen mitteilen zu wollen, da frage ich zunächst einmal, wer hat sie eigentlich dazu beauftragt, dies zu tun? Wer hat eigentlich sie dazu ordiniert und beauftragt, Gottes Wort zu predigen? Und dann auch noch das Falsche. Seien Sie vorsichtig. Schauen Sie, Jesus Christus hat damals die Pharisäer gewarnt. In Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3. Lesen wir einmal die Verse 28 und 29. Es geht hier um die Schriftgelehrten, aber andere Stellen sprechen auch für den Pharisäern. Die beschuldigten Jesus Christus, Dämonen mit Beelzebub, also mit Satan, mit dem Teufel, auszutreiben. Die wussten es besser. Die wussten, wer Jesus Christus war. Die wussten, dass dies eine absolute Gotteslästerung war, eine Verleumdung, aber sie wollten es, um ihre eigenen Positionen zu bewahren. Die handelten aus Neid, die wollten nicht, dass die Menschen Christus nachfolgten. Und was war Christi Antwort? Wahrlich, ich sage euch, Vers 28, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben. Auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Natürlich, wenn Reue vorliegt. Gott vergibt niemandem, der nicht bereut. Aber er sagt, diese Sünden, die können bereut werden. Selbst Lästerungen gegen Christus, selbst Lästerungen gegen Gott, den Vater, können bereut werden, weil sie aus Unwissenheit herausgetan worden sind. Aber achten wir darauf, was er jetzt sagt in Vers 29. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Nun, wie ich bereits dies deutlich gemacht habe in vergangenen Sendungen und wie wir dies auch in weiteren Predigten noch hören werden, der Heilige Geist ist keineswegs eine Person. Es geht nicht darum, dass man jetzt Gott den Vater lästern kann, dass man jetzt den Sohn Jesus Christus lästern kann, aber dass man den Heiligen Geist, der angeblich die dritte Person innerhalb der Gottfamilie ist, nicht lästern kann. Wenn man das tun würde, würde man die unvergebbare Sünde begehen. Das gäbe ja auch gar keinen Sinn. Dann wäre der Heilige Geist über dem Vater und über dem Sohn. Darum geht es nicht. Schauen Sie, es geht um die Kraft Gottes, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht und die alleine uns es ermöglicht, zu bereuen, uns zu bekehren, den richtigen Weg zu gehen. Es ist ja Gott, der Vater und Jesus Christus, der in uns lebt durch seinen Geist, dass wir die Kraft erhalten, die Fähigkeit erhalten und erlangen, den wahren Weg zu gehen. Schauen Sie, Christus sagt, wer das aber jetzt lästert, wer also den Heiligen Geist ablehnt, wer also den Heiligen Geist nicht haben will oder wer ihn wieder verliert, der ist ewiger Sünde schuldig, weil er ja keine Reue hat, weil er ja nicht bereuen will, weil er die Gabe des Heiligen Geistes nicht erlangen will, weil er sich ja nicht ändern will. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir von jemandem wissen, dass er Gottes Diener ist und das verleugnen und sagen, der kommt von Satan. Dadurch lehnt man ja auch den Geist Gottes ab, der in diesem Diener Gottes ruht und wohnt und lebt. Christus sagt, es ist eine gefährliche Sache, dies zu tun. Und er sagte den Pharisäern, ihr wandelt auf dünnem Eis, weil ihr dies tut und weil ihr zurzeit jedenfalls noch nicht die Reue habt, die ihr haben müsst. Nun, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass einige der Priester damals sich dann zu Gott bekehrt haben. Es ging also nicht darum, dass die alle die unvergebbare Sünde begangen hätten, aber Christus spricht die Warnung aus. Es ist sehr gefährlich, sich auf eine solche Weise zu verhalten. Schauen Sie, die unvergebbare Sünde ist eine Sünde, es kann irgendeine Sünde sein. Letztendlich bezieht sie sich auf den gesamten Lebensweg des Menschen. Dass man nicht mehr bereuen will, dass man Gottes Gesetz übertritt. Und weil man es nicht mehr will, dann kann man es auch nicht mehr. Und Gott zwingt einem seine Reue ja nicht auf. Die Entscheidung liegt bei uns. Gott bietet uns Reue an. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen sie aber akzeptieren. Wir müssen sie in unserem Leben wirken lassen. Und wenn wir uns letztendlich dazu entschließen, es nicht zu tun und dann dieses Hassgefühl in uns entwickeln,
dieses Heulen und Zähneknirschen gegenüber Gott, dann ist man in sehr großer Gefahr. Und so lesen wir in Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 16. Markus 16 und die Verse 15 bis 16. Er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium vom Reich Gottes, aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird. Aber es geht um die richtige Erwachsenentaufe. Zunächst einmal kommt die Reue, dann der Glaube, dann die Erwachsenentaufe. In richtiger Weise ausgeführt. Der wird selig werden, der wird gerettet werden, der wird das Heil erlangen, der wird letztendlich ins Reich Gottes eingehen. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden letztendlich. Es kann auch hier verurteilt bedeuten, aber letztendlich auch verdammt. Wenn man dahin kommt, dass man einfach nicht mehr glauben will, nicht mehr bereuen will, den Heiligen Geist nicht mehr in sich wirken lassen will, dann wird man in der Tat diese Verdammnis erhalten. Aber die Verdammnis ist das Ausgelöschtwerden in der dritten Auferstehung im feurigen Pfuhl, im Gehenna Feuer. Das ist die Verdammnis, nicht, dass man für alle Ewigkeit in einer Hölle jetzt gefoltert wird. Matthäus Kapitel 23. Matthäus Kapitel 23 und in Vers 33. Auch hier spricht Christus eine sehr deutliche Warnung aus. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, spricht die Pharisäer an. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Die höllische Verdammnis, das ausgelöscht werden im höllischen Gehennafeuer. Er fragt, wie wollt ihr der entrinnen, wenn ihr nach wie vor eine solche Haltung an den Tag legt? Er fordert sie auf zu bereuen, aber er sagt, wenn ihr nicht bereut, wie wollt ihr dann der höllischen Verdammnis entrinnen? Wir lesen auch in Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8 und in Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, schauen Sie, das geht jetzt um diesen Simon, den Zauberer. Der ist getauft worden. Er hat scheinbar den Heiligen Geist erlangt. Aber dann wollte er, nachdem er sah, dass die Apostel, Petrus und andere, den Jüngern nach der Taufe in die Hände auflegten, wodurch dann der Heilige Geist verliehen worden ist, der wollte diese Fähigkeit auch haben. Darum ging es. Und er kam jetzt zu Petrus und bot ihm Geld an und sagte, okay, ich gebe dir das Geld, damit du mir auch diese Macht gibst, nachdem ich andere getauft habe, durch das Auflegen meiner Hände, denen den Heiligen Geist zu verleihen. Schauen Sie, aber dieser Simon, der hatte überhaupt gar nichts verstanden von der Taufe. Der war auch nicht ordiniert, von der hätte es schon gar nicht tun können. Aber der wollte diese Gabe Gottes anderen zu verleihen, durch Geld erkaufen. Und schauen Sie, was Petrus ihm sagt. Petrus aber sprach zu ihm, Vers 20, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, dass wir Gottes Wahrheit umsonst empfangen haben. Und deswegen geben wir es auch umsonst an die Öffentlichkeit weiter. Nun, diejenigen, die teilhaben wollen an diesem Werk und dann natürlich auch die 10. Gebote verstehen, die werden dann natürlich auch die Gebote insoweit halten und auch freiwillige Opfergaben dann geben. Aber unsere Aufgabe ist zunächst einmal die Wahrheit, die wir umsonst erhalten haben, umsonst weiterzugeben. Und deswegen fordern wir auch die Öffentlichkeit in keinster Weise darauf auf, uns Geld zu schicken. Das muss von denen kommen, die dies freiwillig erkennen wollen. Und die Gott gehorsam sein wollen. Er sagt hier in Vers 31 oder Vers 21, du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache. Denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße oder bereue für deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Und da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich? Dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Und er hatte keineswegs bereut, wie damals der König Saul zu Samuel sagte, nachdem Samuel ihm sein Urteil sprach, oh, bitte du für mich, dass das nicht passiert. Die Tradition sagt uns, dass dieser Simon der Zauberer dann nachher nach Rom ging
und dort eine große Kirche ins Leben rief. Aber es geht nicht um die wahre Kirche Gottes. In Hebräer Kapitel 10, lesen wir Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden. Schauen Sie, die zurückweichen, die abfallen, die den Heiligen Geist Gottes wieder verlieren. Sondern wir sind von denen, die glauben und die Seele erretten, unser Leben erretten. Bis hin zu dem Augenblick, wo Christus zurückkommt und uns dann verwandelt, sodass wir ins Reich Gottes eingehen können. Ich persönlich meine, nach alledem, was in der Bibel geschrieben steht, dass die meisten letztendlich nicht in der dritten Auferstehung sein werden. Aber einige werden es sein. Einige werden sich total gegen Gott auflehnen. Und es ist wichtig, dass wir heute begreifen, dass Hass gegenüber Gottes Wort nicht der Anfang ist, sondern das Endprodukt. Vielfach fängt es mit Vernachlässigung an. Man erkennt, was man tun soll und tut es aber nicht. Ist nachlässig dahingehend. Aber schauen Sie, Gott will, dass wenn er uns etwas offenbart, dass wir das auch tun. Und Gott würde uns niemals etwas vorschreiben, was wir nicht tun können. Und Gott sagt uns, dass wenn ich euch etwas gebiete, werde ich euch auch dabei helfen, dass ihr es tun könnt. Und er wird uns einen Ausweg geben aus Problemen heraus, damit wir ertragen können, was wir zu ertragen haben. Wir haben eine großartige Gelegenheit heute, wenn wir wirklich von Gottes Geist erfüllt sind oder wenn Gottes Geist uns dazu bringt, dass wir letztendlich getauft werden in richtiger Weise und dann auch den Heiligen Geist erlangen können. Wir haben eine großartige Gelegenheit heute, aber auch eine großartige Verantwortung, uns vorzubereiten für die Zeit, die kommen wird. Aber schauen Sie, es geht nicht nur darum, dass wir es jetzt schaffen, dass wir jetzt Gott werden wollen und Gott werden können. Und das ist das Endziel alles dessen, worum es hier geht. Nein, es geht darum, dass wir also dann auch die Gelegenheit erhalten werden, anderen zu helfen, denen wir heute noch nicht helfen können, weil ihr Sinn eben noch nicht geöffnet worden ist. Schauen Sie, wir werden dies im Millennium tun können. Wir werden dies im großen weißen Throngericht tun können. All den Menschen da, die bislang noch keine Gelegenheit hatten, helfen zu können als Könige und als Priester. Priester sind diejenigen, die das Gesetz lehren. Könige sind diejenigen, die es dann auch durchsetzen. Wir werden beides sein, beide Funktionen haben. Wir werden es aber in richtiger Weise tun, mit Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit, mit Gnade, mit Freude, in Frieden. Nicht so, wie die Herrscher dieser Welt es heute tun, die sich selbst nur befriedigen wollen. Aber wir haben diese Verantwortung. Und die Frage ist natürlich, wenn Sie heute zu denen gehören, die die Auserwählten genannt werden in der Bibel, die Erstfrüchte, nehmen Sie diese Verantwortung wahr? Sodass, wenn dann die Gelegenheit sich ergibt, die Menschen, die vielleicht Kontakt mit Ihnen hatten und in dieser Jetztzeit die Wahrheit ablehnten, auf Sie blicken können, ein unsterbliches Geistwesen, oder kennen können, es ist ja alles so gewesen, wie ich es gehört habe. Schauen Sie, die Verwandten Christi damals haben keineswegs an Christus geglaubt. Die Jünger, die Brüder vielmehr, haben nicht an Christus geglaubt. Aber als er dann von den Toten auferweckt wurde, als er dann seinem Bruder Jakobus erschien, wie es heißt, dann auf einmal kam die Wandlung. Dann auf einmal erkannten die, ja, es ist ja genau so, wie er es uns gesagt hat. Damals glaubten sie nicht daran, vor seinem Tode nicht. Nach seinem Tode, nach seiner Auferstehung, ja. Es wird ähnlich sein mit uns, mit unseren Verwandten, unseren Freunden, denen wir dann entgegengehen können als Geistwesen, die wir zwar unsichtbar sind, aber uns natürlich dann manifestieren können, sichtbar machen können anderen gegenüber. Die Frage ist, werden sie einer von denen sein, die dann da sind, diese Verantwortung zu erfüllen? Oder werden sie zu denen gehören, die abgefallen sind von Gottes Wort, von Gottes Weisheit und Wahrheit, die den Heiligen Geist erhalten haben, aber dann voller Hass sich gegen Gott wenden oder die so viel Hass entwickelt haben gegenüber Gott, dass sie die Gabe der Reue ablehnen. Denn wie ich sagte, Gott zwingt uns seine Reue nicht auf. Die Entscheidung liegt bei uns. Ich möchte Sie mit dieser Frage dann mich heute verabschieden von Ihnen. Wenn Sie die Wahrheit erkennen
mehr und mehr erkennen oder bereits erkannt haben, wenn Gottes Geist mit ihnen wirkt oder vielleicht sogar schon in ihnen ist, wie ernst nehmen sie ihre Verantwortung, nicht nur im Hinblick auf ihrer selbst willen, sondern auch im Hinblick auf die Menschen, die auf sie warten. Die wissen es noch nicht. Sie wissen es noch nicht, aber sie sollten es wissen. Sie sollten ihre großartige Bestimmung erkennen, warum Gott sie heute beruft, damit sie die Gelegenheit haben, anderen in der Zukunft helfen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.